Hier spricht Handsome Jack, der euch daran erinnert, dass wir von Hyperion nach wie vor Kopfgelder für Pandoras meistgesuchte Verbrecher bieten. Mittlerweile 8 Milliarden beträgt etwa das Kopfgeld für einen gewissen Rick Motzka. Sieht aus, als würde er Tag ein, Tag aus nur Rinderhack und Anabolika fressen. Wir bieten auch nach wie vor 6 Milliarden Dollar für die Ergreifung des ehemaligen Underdome-Stars Mordecai, sowie eine kleinere Belohnung für die Ergreifung seines dämlichen Vogels Bloodwing. Sorry, jetzt habe ich verkehrt herumgelesen. Es sind 6 Milliarden für den Piepmatz und 20 Piepen für den Galgenvogel. Mein Fehler. Und wie immer bin ich bereit, 30 Milliarden aus eigener Tasche für die Ergreifung des Banditenanführers Roland auszuloben. Das Doppelte, wenn ihn jemand mit einer Hyperion-Waffe zur Strecke bringt. Bitte keine Anfragen mehr bezüglich der Belohnung für diese Missgeburt namens Lilith. Die Flüchtige wurde schon vor Monaten offiziell für tot erklärt, okay? Handsome Jack sagt Tschüssi, Hyperion forever.